Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den historischen Grubenweg Nordfeld. Er ist etwa 6 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Noch einige hundert Meter, dann kommen wir auch schon wieder am Ausgangspunkt raus. Der Weg hat uns gut gefallen, wegen den schmalen Pfaden, den Kerbtälern, den kleinen Bächlein. Richtig idyllisch. So soll ein Weg sein. Und er war auch sehr, sehr gut ausgeschildert. Vielen Dank an den Pfälzer Waldverein. Richtig gut. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und über Kommentare würden wir uns auch natürlich sehr, sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Stell dich ein bisschen mehr nach rechts.
Genau, so an den Baum dran gelegt. Das ist eine gute Idee. Ah, der Stock leuchtet genau da drüber ist. Aha. Kann ich? Nee, ich bin auch in der Ausrichtung. Ich will erstmal den B und den Durchschluss zum Beset. So. Du kannst. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir einen historischen Grubenweg. Den historischen. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den historischen Grubenweg Nordfeld. Er ist etwa 16 Kilometer minus 10. Und im Hintergrund hier die das typische Saarländische. Um 12 Uhr samstags ist die Feuerwehrsirene an. Noch einige hundert Meter, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Der Weg hat uns sehr gut gefallen, vor allem wegen seinen schmalen Pfaden. Er ist auch anfängertauglich. Nein. Er ist schon anfängertauglich, muss ich ein bisschen Kondition mitbringen. Noch ein paar hundert Meter, dann sind wir auch schon wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Ja.